Noch 30 Sekunden. Astronauten melden alles gut. Noch 25 Sekunden. I believe that this nation should commit itself. 12, 11, 10, 9. Zündungssysteme an. To achieving the goal before this decade is out. 3, 2, 1. Abheben. Wir haben einen Start. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Start, die Uhr läuft. Am 20. Juli 1969 betraten die beiden Apollo-11-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond. Vier Monate später landete Apollo 12 erfolgreich auf dem Mond. Am 19. November 1969 betraten die Astronauten Peter Conrad und Al Bean den Mond. Und im April 1970 schoss die NASA Apollo 13 in die Tiefen des Alls, um den Mond weiter zu erkunden. Doch 56 Stunden nach dem Start führte ein verheerender Defekt zu einem Sauerstoffleck und zu einer lebensbedrohlichen Situation für die dreiköpfige Besatzung. Okay, hier. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. We could have lost O2 tank 2. We got to get a pressure readout on that thing. O2 quantity number 2 is 0. We are vetting something out into space. Priorität von Apollo 13 war es, augenblicklich nicht mehr den Mond zu erreichen, sondern das Überleben der Astronauten zu sichern. Experten am Boden arbeiteten pausenlos. Der Defekt des Sauerstofftanks von Apollo 13 wäre fast in einer Katastrophe geendet. In der Bodenstation war man fassungslos. Ich weiß nicht, was passiert ist. Etwas mit dem Treibstoff und dem Sauerstofftank. In 2 Stunden erreichen wir 100 Pfund Druck pro Quadratzoll. Das wäre das Ende. Sie hatten nur noch wenige Minuten Strom. Wir sind immer noch 70 bis 80 Stunden von der Erde entfernt. Uns lief die Zeit davon, um das Raumschiff wieder auf Kurs zu bringen. Wir sollten nicht glauben, die Rettung sei selbstverständlich gewesen. Ohne die Mondkapsel war die Mission verloren. Was glauben Sie, funktioniert noch im Raumschiff? Es sieht düster aus. Dieser zweiteilige Film erzählt die Geschichte der Männer und ihrer Mission. Und er nennt 13 außergewöhnliche Faktoren, die die Rettung von Apollo 13 zur Sternstunde der NASA machten. Das ist die kritischste Situation, die wir in der bemannten Raumfahrt je hatten. Was in Teil 1 geschah? Als ich hochschaute und die Sauerstoffdruckmesser sah, einer bei Null, der andere sinkend, dämmerte es mir wohl so wie Jack und Fred. Wir haben ein Riesenproblem. Als ein geplatzter Sauerstofftank Apollo 13 beschädigt, leiten Bodenzentrum und Besatzung sofort Notfallmaßnahmen ein. Der Umzug in die Mondfähre war unsere einzige Überlebenschance. Die Mondfähre funktionierte wie ein Rettungsboot, weil sie als eigenes Raumschiff konzipiert war. Darauf konnte die Crew jetzt zurückgreifen. Normalerweise dauerte das Hochfahren der Mondfähre 3 bis 5 Stunden. Sie hatten 1,5. Wenn man die genaue Stellung des Raumschiffs im All nicht kennt, kommt man nicht mehr zurück. Die Winkelausrichtung wurde normalerweise anhand der Sterne vorgenommen. Das Problem? Nach dem Unfall flogen Trümmer um die Kapsel. Das Mondfährentriebwerk für den Sinkflug wird gezündet, um die Kapsel wieder auf die Flugbahn Richtung Erde zu befördern. Okay, Aquarius, sieht gut aus. Okay, Houston, gezündet. Die 2-Mann-Mondfähre muss so angepasst werden, dass 3 Männer 90 Stunden darin überleben können. Einer der genialsten Aspekte der Rettung von Apollo 13 war die Art und Weise, mit der das Team das Maximum aus den Ressourcen herausholte. In so einer Situation gibt es nur eine Option: weitermachen und versuchen, alle Ressourcen zu mobilisieren. Wir haben den Kontakt zu Apollo 13 verloren, als das Schiff die Rückseite des Mondes passierte. Flugzeit jetzt 77 Stunden, 9 Minuten. Hier ist das Apollo-Bodenkontrollzentrum Houston. Apollo
Apollo-Kontrollzentrum Houston. Seit fast einer Minute haben wir Apollo 13 wieder. Warten auf Bestätigung. Standing by now for acquisition. Aquarius, Houston hier. Aquarius, Houston hier. Apollo 13, Houston hier. Weiter, Houston. Hey, jetzt hören wir euch deutlich. Roger. Die Mondlandefähre ist zum Rettungsboot umfunktioniert. Die Kapsel befindet sich auf der Flugbahn der freien Rückkehr. Sie liegt auf Kurs, um in 4 Tagen im Indischen Ozean zu landen. Nur im Indischen Ozean sind keine Marineeinheiten. Die Besatzung müsste in der Kommandokapsel treibend auf Rettung warten. Das Bodenkontrollzentrum muss für eine Landung im Pazifik die Flugzeit verringern. Dort warten bereits Bergungseinheiten der Marine. Erstes Ziel war es, zurück auf die freie Rückkehrbahn zu kommen. Das zweite, früher auf der Erde zu landen. Wenn wir weiter wie bislang fliegen würden, betrüge die Flugzeit 155 Stunden. Doch am Boden entschied man, 2 Stunden vom Mond entfernt zu zünden, etwa bei Stunde 79. Ein Abkürzungsmanöver. Eine kürzere Flugzeit würde nicht nur die Ressourcen schonen. Die Kapsel würde dann über dem Pazifik in die Erdatmosphäre eintauchen. Das Team im Bodenkontrollzentrum hat 2 Zündungsoptionen. Für beide braucht man das Mondfährentriebwerk für den Sinkflug. Die erste Option würde den Flug zwar um 36 Stunden verkürzen, doch man müsste das Servicemodul verloren geben. Genau das will die NASA vermeiden. Der Hitzeschild der Kommandokapsel wäre dabei extrem hohen und niedrigen Temperaturen ausgesetzt worden. Das machte der NASA Sorgen. Denn der Hitzeschild war der Rettungsanker. Ist der nicht intakt, kann man nicht mehr in die Erdatmosphäre eintreten. Der Haupthitzeschild war nicht für längere Phasen im All gemacht. Er ist für den Rückeintritt in die Erdatmosphäre gedacht. Es gab Befürchtungen, dass er beim Abkoppeln des Servicemoduls überhitzen könnte. Deshalb zogen wir es vor, das Servicemodul dran zu lassen. Niemand wusste, ob die Kommandokapsel solchen Extrembedingungen standhalten würde. Extreme Kälte im All, Rückflug ohne das angekoppelte Servicemodul. Außerdem würde diese Zündung den restlichen Treibstoff aufbrauchen. Ein zusätzliches Problem. Kurskorrekturen, die bei der Annäherung an die Erde nötig werden könnten, wären dann nicht länger möglich. Die NASA entscheidet sich für die 2. Option, die sicherer erscheint. Eine kurze Zündung von 4 Minuten. Die verkürzt den Rückflug zwar nur um 12 Stunden, spart aber Treibstoff für spätere Kurskorrekturen. Wenn man bedenkt, wie effektiv das Bodenteam die verfügbaren Ressourcen zeitlich streckte, gab es keinen Grund, solch eine extreme Variante zu wählen. Man konnte sich die mit dem geringeren Energieverbrauch leisten. Etwas Treibstoff in Reserve halten, Hitzeschild schützen, dann die Landung nach ungefähr 142 Stunden durchführen. Es ging vor allem um die Frage, wie man das am sichersten hinbekäme. Alle Entscheidungen in diesem Punkt stellten sich letztlich als richtig heraus. Man wählte für die Rückkehr vom Mond die langsamste Route, weil man sich die Option auf kleine Kurskorrekturen offen halten wollte, um genau in der richtigen Höhe auf die Erdatmosphäre zu treffen. Als sie sich der Erde näherten, begannen sie etwas abzudriften. Das bereitete ziemliches Kopfzerbrechen. Deshalb war die Entscheidung, in der Mondfähre Treibstoff für diese Kurskorrekturen zu sparen, genau richtig. Denn tatsächlich mussten sie diese Korrekturen auf dem Flug zur Erde vornehmen. Wie entsetzlich wäre es gewesen, wenn man die Astronauten zunächst gerettet hätte, sie dann aber wenige Meilen an der Erde vorbeigesaust oder beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht wären und ballistische Gefahren. Die exakte Zündung ist so wichtig, dass die Aerodynamiker im Bodenkontrollzentrum darauf bestehen, dass die Kapsel mit dem bordeigenen Leitcomputer gesteuert wird. Da dieses System jedoch sehr viel Energie beansprucht, muss es sofort nach der Zündung wieder abgeschaltet werden. Ab dann müssen die Astronauten von Hand fliegen.
Antriebssystem für den Sinkflug. Zünddauer 4 Minuten 24 Sekunden. Flugdirektor Gene Kranz fragt die Teammitglieder nach dem Status. Systeme bereit oder nicht? Houston an Aquarius. Houston legt los. Jimmy, ihr könnt die Zündung starten. Fangt an. Roger, verstanden. Zündung starten. Noch weniger als 30 Sekunden bis zur geplanten Zündung von Apollo 13. Triebwerk ist bereit. Wir zünden. 40%. Aquarius hier, Houston. Sieht gut aus. Roger. 2 Minuten. 2 Minuten, Roger. Noch 10 Sekunden. Abschalten. Okay, abschalten. Ich würde sagen, Zündung gelungen. Wir werden jetzt so schnell wie möglich runterfahren. Kommandant Jim Lovell meldet Abschalten. Triebwerk ist aus. Apollo ist 10.049 Kilometer vom Mond entfernt. Flugzeit 79 Stunden 32 Minuten. Fast 24 Stunden nach dem Bersten des Sauerstofftanks hat die Crew die Zündung erfolgreich durchgeführt. Apollo 13 kehrt zurück zur Erde für eine Wasserlandung im Pazifik. Um Ressourcen zu schonen, werden alle Systeme der Mondfähre heruntergefahren, mit Ausnahme der Systeme für Steuerung, Kommunikation und Kühlung. Am Boden sorgte man sich genauso wie wir sehr um die Energievorräte. Wir entschieden uns zum Herunterfahren der Maschinen und schalteten fast alles ab. So ziemlich keiner von uns, einschließlich meiner Wenigkeit, wusste, dass man die Mondfähre tatsächlich so weit herunterfahren konnte. Nach dem Abschalten verbrauchte die Fähre nur noch ca. 11 Ampere pro Stunde. Die Mondlandefähre, eines der ausgeklügelsten Fluggeräte überhaupt, läuft jetzt mit weniger Strom als ein Haushaltsstaubsauger. Hier spricht die Bodenkontrolle von Apollo 13. Zeit, Stunde 82 und 30 Minuten. Fähre ist runtergefahren. An Bord sollten alle drei jetzt planmäßig essen. Auf sonderbare Weise kam uns die einzigartige Konstruktion von Apollo 13 erneut zur Hilfe. Denn dieses war der erste Flug, auf dem sogenannte feuchte Fertignahrung zum Einsatz kam. Die Astronauten durften kein Trinkwasser verbrauchen, weil es so knapp war. Also saugten sie die Feuchtigkeit aus den Packungen und damit Wasser und Elektrolyte. Beides braucht der Körper unbedingt, um geistig voll funktionsfähig zu bleiben. Und genau darauf kam es für die Besatzung an unter diesen entsetzlichen Bedingungen. Während Apollo 13 zurück Richtung Erde rast, kann die Crew endlich dringend benötigten Schlaf nachholen. Natürlich wollten wir in der Frühphase dieses Flugs nicht viel schlafen. Dafür standen wir zu sehr unter Spannung. Später dann ging ich zum Schlafen in die Kommandokapsel. Jack lag auf der Couch und ich sagte, Jack, zieh die Rollos runter, damit es hier schön dunkel wird. Lass uns entspannen und wirklich etwas schlafen. Ein paar Stunden später wachte ich auf und fror. Normalerweise schützen die Rollos im Weltraum vor dem Sonnenlicht und kühlen das Raumschiff. Aber auf den meisten Flügen steigen die Temperaturen schnell wieder durch die Wärme der Bordsysteme. Sobald die Rollos wieder hoch sind, ist alles wieder okay. Aber hier nahmen wir die Rollos ab. Trotzdem erwärmte sich die Kapsel nicht. Die Temperaturen sanken immer tiefer. Kurz vor dem Wiedereintritt waren es nur noch ungefähr 3 Grad. Ohne Strom für die Heizung sinken die Temperaturen in der Kapsel fast bis auf den Gefrierpunkt. Wie fühlst du dich, Jack? Mann, ist das kalt. Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt schlafen kann bei 1 bis 4 Grad. Beide sind runtergekommen und rieben sich fröstelnd die Hände. Ziemlich kalt da oben. Roger, das habe ich befürchtet. In der Kommandokapsel, die ja tot war, völlig abgeschaltet also und ohne Leben, war es kalt. Eis bildete sich innen an den Fenstern. Die Besatzung begann, unter den Bedingungen zu leiden. Wir waren beunruhigt.
Wie sollten wir uns bloß warm halten? Fred und ich holten die Mondstiefel raus, die wir in der Mondfähre verstaut hatten. Jack besah sich seine nassen Füße. Aber immerhin hatte er extra Unterwäsche dabei, die er anziehen konnte. Sie froren dermaßen, dass sie kaum richtig schlafen konnten. Wegen des Flüssigkeitsmangels bekam Fred Hayes Probleme beim Wasserlassen. Er hatte auf dem Rückflug die ganze Zeit Schmerzen. Es war eine kriechende Kälte. Die Wände schwitzten, die Fenster waren total feucht. Nicht gerade gesund. Ich erinnere mich, dass ich da reinging, um Hotdogs zu holen. Das war, als würde man in ein Gefrierfach greifen. Eine schreckliche Situation. Ein echter Notfall. Die fallenden Temperaturen gefährden nicht nur die Astronauten. Auch wichtige Instrumente der Kapsel können durch die extreme Kälte beschädigt werden. Auf einem normalen Flug bleiben die Temperaturen in der Kommando-Service-Kapsel einigermaßen konstant. Die Ausrüstung ist ausgelegt auf ungefähr 20 Grad Celsius. Die Temperaturen sollten nicht zu weit von diesem Wert abweichen. Da das Leben der Besatzung von dieser Präzisionstechnik abhängt, muss das Bodenkontrollzentrum die Raumfähre unbedingt innerhalb der zulässigen Temperaturspanne halten. Die Mitarbeiter hier im Kontrollzentrum überlegen, wie sie für die verbleibende Flugzeit eine passive Wärmekontrolle in der Kapsel einrichten können. Die Kapsel ist nicht nur den niedrigen Temperaturen im Weltall ausgesetzt. Eine Seite der Fähre muss außerdem extreme Sonnenhitze aushalten. In der Erdumlaufbahn, zumindest in der unteren, strahlt die Hälfte der Zeit die Sonne, die andere Hälfte ist es dunkel. Auf dem Weg zum Mond ist es immer sonnig. Es darf nicht passieren, dass eine Seite der Kapsel immer heißer wird und die andere immer kälter. Das Bodenkontrollzentrum befiehlt der Crew, die passive Wärmekontrolle zu aktivieren. Ein Manöver, bei dem die Kapsel langsam rotiert, um die enorme Sonnenhitze gleichmäßig zu verteilen. Okay, Jim. Um die Wärme auszugleichen, müssen wir die ganze Kapsel ungefähr 90 Grad drehen. Okay, wir müssen die Kapsel um 90 Grad drehen. Positiv. Sie nutzten also die passive Wärmekontrolle. Das nennt sich Grillmodus und erfordert, das Ding dreimal pro Stunde komplett zu drehen, um die Temperatur zu stabilisieren. Auf diese Weise kontrolliert man auch die Fluglage der Fähre, ähnlich einer Gewehrkugel, und driftet nicht so weit ab. Dieses Verfahren wurde bereits auf früheren Apollo-Flügen angewandt, um die optimale Betriebstemperatur der Fähre sicherzustellen. Bei Apollo 13 hat die Methode den zusätzlichen Vorteil, die Besatzung in der kalten Mondfähre aufwärmen zu können. Sie passten den Winkel der Fähre an, damit Sonnenstrahlen durch die Fenster dringen und die Crew aufwärmen konnten. Das Bodenkontrollzentrum und die Besatzung haben erfolgreich die passive Wärmekontrolle aktiviert. Aber es gibt keinen Grund zum Feiern. Die Experten am Boden müssen nun ein neues Problem an Bord der Kapsel lösen. Wenn man Sauerstoff einatmet, atmet man Kohlendioxid aus. In der hermetisch abgeschlossenen Raumkapsel sammelt sich dieses Kohlendioxid und wird gefährlich. Wenn man nichts dagegen unternimmt, steigt die Kohlendioxidkonzentration, die Astronauten werden immer müder, schlafen schließlich ein und wachen nie wieder auf. Doch alle Apollo-Kapseln sind mit Systemen zum Filtern von Kohlendioxid ausgestattet. Das Verfahren heißt Scrubbing, auf Deutsch Scheuern. Man bläst die Luft durch Lithiumhydroxidkristalle. Es kommt zu einer chemischen Reaktion, die das Kohlendioxid bindet. Es wird so aus der Luft isoliert. Auf der anderen Seite kommt Frischluft heraus. Die Kommandokapsel ist mit diesem System ausgestattet, ebenso die Mondlandefähre. Letztere war nur darauf ausgelegt, zwei Personen zwei Tage lang zu beherbergen. Jetzt musste die Fähre drei Männer vier Tage lang am Leben erhalten. Das bedeutet, dreimal länger und die dreifache Menge an ausgeatmetem Kohlendioxid. Das zusätzliche Kohlendioxid können die Filterkanister der Mondfähre nicht bewältigen. Immerhin gibt es in der Kommandokapsel genug unbenutzte Kanister. Nur,
Die Kommandokapsel ist runtergefahren. Die Systeme sind somit nicht einsatzbereit. Es war unmöglich, die Lithiumhydroxidkristalle aus der Kommandokapsel in die Mondfähre zu bringen, denn die Kanister waren anders geformt. Zwei unterschiedliche Hersteller hatten sich für die beiden Kapseln beworben. Jeder konstruierte jeweils einen eigenen Lithiumhydroxidkanister. Die Lithiumhydroxidkanister der Kommandokapsel waren rechteckig. Die der Mondfähre, man mag es kaum glauben, dagegen waren rund. Man konnte also nicht einfach einen Kanister der Kommandokapsel mit dem entsprechenden Stecker der Mondfähre verbinden. Die Experten am Boden und die Astronauten standen vor dem Problem, wie einen eckigen Stecker einer runden Öffnung anpassen. Das war ein großes Problem. Es hätte leicht zum Scheitern der Rettungsaktion führen können, wäre es nicht gelöst worden. Die NASA-Ingenieure müssen schnell ein System entwickeln, das die eckigen Kommandokapselkanister für die Mondfähre nutzbar macht. Und zwar bevor die Kohlendioxidwerte gefährlich werden. Okay, ein paar Infos. Wir arbeiten an einer Lösung. Damit ihr die Kanister aus der Kommandokapsel in der Mondfähre nutzen könnt, dann könnt ihr die Luft in der Fähre reinigen. Irgendwann in den nächsten Stunden melden wir uns mit der Lösung. Eine Gruppe von NASA-Ingenieuren erkannte bereits sofort nach dem Bersten des Sauerstofftanks, dass eine Kohlendioxidvergiftung droht, sollte die Mondfähre zur Rettungsinsel umfunktioniert werden. Auch wissen sie, dass die Astronauten irgendwie die Kanister der Kommandokapsel in das Lebensrettungssystem der Mondfähre integrieren müssen, um Leben zurückzukommen. Diese Ingenieure haben nun die Aufgabe, einen Adapter für den Kanister zu konstruieren, bevor das Kohlendioxid zur akuten Gefahr wird. Dabei können sie nur auf Materialien zurückgreifen, die auch der Crew zur Verfügung stehen. Die Jungs sagten, okay, schauen wir, was wir haben. Ein Kanister der Mondfähre, einen der Kommandokapsel. Wie können wir beide kombinieren? Hier sollten wir der NASA wieder Respekt zollen für ihre geradezu philosophisch anmutende, unglaublich intelligente Planung der Weltraumflüge. Jeder Gegenstand an Bord war aufgelistet worden. So wussten die Experten am Boden genau, was sich in der Kapsel befand. Das ermöglichte ihnen, sich gedanklich zu sortieren und zu sagen, hey, was haben wir da oben, das wir für die Lösung verwenden können? In wenigen Stunden hat das Team einen Adapter gebastelt, der aus Raumanzugschläuchen, Plastiktüten und Flugplänen aus Pappe besteht. Dass sie alles zusammenbauen und eine überlebenswichtige Versiegelung luftdicht konstruieren können, verdanken sie einer NASA-Geheimwaffe. Klebeband. Ohne Klebeband hätten wir nicht zum Mond fliegen können. Und ohne hätten wir Apollo 13 nicht zurückholen können. Es war sehr, sehr nützlich. Wenn man in einer schwerelosen Umgebung verhindern will, dass der Stift durch die Gegend schwebt, befestigt man ihn mit Klebeband an der Wand. Damit macht man Befehls- und Ablauflisten oder kleinere Ausrüstungsgegenstände fest. Ganz Schlaue hätten sich vielleicht etwas anderes ausgedacht, hätte es kein Klebeband gegeben. Aber es war die nächstliegende Lösung. Zum Glück hatten sie dort oben genug Klebeband. Ich sage zum Glück, weil es sehr nützlich war. Und sie hatten es dabei. Das hier ist der Schlauch für die verbrauchte Luft aus dem Raumanzug. An dessen Ende haben wir den Lithiumhydroxidkanister befestigt, was nicht einfach war. Sie steckten den rechteckigen Lithiumhydroxidkanister in einen Plastikbeutel, darin ein Loch direkt vor dem Atemschlauch des Raumanzugs. Somit konnte die Luft durch den Kanister gedrückt werden. Mit Hilfe einer Datenkarte aus dem Flugplan bastelten wir einen stabilen Schutz, damit die Plastikhülle nicht am Schlauchende zusammenfiel. Die Ingenieure kamen auf einen Trick, mit dem man das andere Ende des Raumanzugschlauchs an einen leeren Lithiumhydroxidkanister der Mondfähre anschließen konnte. Einen solchen Kanister ließen wir ungefähr 3 Stunden drüben in der 11 Fuß großen Kammer laufen. Alles deutet darauf hin, dass er funktioniert. Alles war buchstäblich zusammengeschustert. Es klingt abenteuerlich, aber es war die reine Improvisation. Oft ist das die beste Lösung. Die letzte Hürde des Bodenkontrollzentrums? Die übermüdete und frierende Crew braucht einen klaren Ablaufplan, um den Adapter richtig anzubringen.
Am liebsten würden wir euch so einen Bausatz schicken, als wäre es ein Modellflugzeug. Wenn ihr das Ding zusammengebaut habt, sieht es aus wie ein Briefkasten. Die Leute am Boden lasen uns eine Anleitung vor, mit der wir Lithiumhydroxidkanister aus der Kommandokapsel anpassen sollten, um sie in der Mondlandefähre zu verwenden. Jim und ich folgten der Beschreibung und bastelten so ein Ding. Man schneide ein Stück Klebeband, etwa so lang, dann dahin, mach dies, mach das. Die Jungs in der Mondfähre haben das einfach nachgemacht und es funktionierte wunderbar. Bereits eine Stunde nach der Montage sanken die Kohlendioxidwerte beträchtlich. Dieses wirklich große Problem war gelöst. Das waren total effektive Apparate. Vier der Kanister aus der Kommandokapsel haben wir verwenden können. Den Hauptreservekanister der Mondfähre haben wir nie benutzt. Wir sehen 0,1 Kohlendioxiddruck nur noch partiell in der Mondfähre. Offenbar funktioniert das Prinzip für die Lithiumhydroxidkanister mit dem Plastikbeutel und den Raumanzugschläuchen gut. Bei 96 Stunden und 3 Minuten Flugzeit, hier ist das Apollo-Bodenkontrollzentrum. Die Gefahr der Kohlendioxidvergiftung ist gebannt. Die Crew kann entspannt atmen. Jetzt aber wachsen am Boden die Sorgen über die Flugbahn von Apollo 13. Das Team für die Flugbewegungen bemerkt, dass die Kapsel vom Kurs abkommt. Zwar nur geringfügig, doch die Folgen für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre könnten katastrophal sein. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist für eine bestimmte Region geplant, mit einem Winkel zwischen 5,5 und 7,5 Grad. Folglich ist die präzise Ausrichtung der Flugbahn ganz entscheidend für das Überleben der Besatzung. Wenn Apollo 13 weiter abdriftet, wird der Winkel für den Wiedereintritt zu flach. Die Kapsel würde an der Erdatmosphäre abprallen und im All stranden. Noch einmal müssen die Astronauten mit der Mondfähre deshalb eine Präzisionszündung des Sinkflugtriebwerks durchführen und den Kurs korrigieren. So wird der Anflugwinkel steiler. Ist die Zündung ungenau und der Winkel wird zu steil, versagt der Hitzeschild der Kapsel und die Besatzung verglüht beim Wiedereintritt. Das Leben der Astronauten hängt jetzt von der Genauigkeit dieses Manövers ab. Und das ohne Strom für den Hauptsteuerungscomputer der Mondlandefähre, denn der wurde nach der letzten Zündung abgeschaltet. Das Bodenkontrollzentrum sucht nun nach einer Methode, mit der man die Kapsel präzise ausrichten kann, um die Winkelkorrektur überhaupt vornehmen zu können. Mit Sonne und Erde als Referenzpunkte könnte man die Raumkapsel in die korrekte Fluglage bringen. Das wäre natürlich nur der Plan B. Normalerweise benutzt man dafür die Bordsteuersysteme. Nur bei einem unerwarteten Ausfall würde dieser Plan greifen. Ohne Strom für das Haupt-, Leit- und Steuersystem muss die Crew auf das untergeordnete Reservecomputersystem zurückgreifen. Es verbraucht weniger Strom. Mit Hilfe dieses Systems kann die Besatzung die Raumfähre in die richtige Position für eine Präzisionszündung bringen. Zuerst aber muss es kalibriert werden. Die hierfür nötige Technik ist bislang nur ein einziges Mal ausprobiert worden, von einem einzigen Astronauten, Jim Lovell. Bei Apollo 8 befürchteten wir, vielleicht ein Modul auf dem Rückweg zu verlieren. Da bis dato noch keiner zum Mond geflogen war, suchten wir nach Lösungen, mit denen wir nötige Korrekturen auf dem Heimweg vornehmen könnten. Einige unserer Experten hatten die Idee, die Raumfähre an der Tag-Nacht-Grenze der Erde auszurichten und dann die Position der Sonne zu nutzen, um Ausrichtung und Neigungswinkel zu bestimmen. Mit diesem Wissen konnten wir dann den Winkel für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre korrigieren. Dieses Ersatzsystem nutzt die Tag-Nacht-Grenze der Erde als Referenz. Diese Grenze trennt die angestrahlte Tageslichtseite von der unbelichteten Nachtseite des Planeten. Auch Terminator genannt, liefert die Grenze einen festen Zielpunkt auf der Erde, mit dem man die Ausrichtung genau bestimmen kann. Für die Umsetzung verwendeten sie ein optisches Messsystem zur Winkelausrichtung, genannt COAS.
Sie steuerten die Raumfähre so, dass besagtes COAS die Tag-Nacht-Grenze in Übereinstimmung brachte mit der eigenen Position. Auf diese Weise konnten sie geometrisch korrekt bestimmen, in welcher Richtung die Zündung zu erfolgen hatte. Nach 105 Stunden Flugzeit sollten wir das Triebwerk für den Sinkflug erneut zünden, um die Raumfähre entsprechend auszurichten und diese Technik auszuprobieren. Sie lasen uns die Anleitung vor. Ich konnte bereits bei Apollo 8 nicht glauben, dieses ungewöhnliche Verfahren jemals anwenden zu müssen. Bei Apollo 13 trat genau dieser Fall ein und die Entwicklung dieses Verfahrens lag schon einige Zeit zurück. Okay, Jim, wenn du die Horizontale im COAS-System auf den Endpunkten der Erdsichel fixierst, bekommst du die Fluglage für die Zündung. Gut, ich glaube, ich habe die richtige Flugposition in Übereinstimmung mit COAS. Danke. Danke euch. Das Problem war wirklich komplex, denn ohne automatisches System waren dafür drei Mann nötig. Weil wir von Hand zünden mussten, war es eine Aufgabe für drei. Jack gab die Zeit durch, wann wir das Triebwerk starten und abschalten mussten. Fred war für die Steigung zuständig, ich für die Drehmanöver und für die Start- und Stoppknöpfe. Nach dieser Aktion sollten wir vielleicht über eine Mondfähre für drei nachdenken. Solch ein Manöver erfordert enorme Kenntnisse. Und hier bestätigte sich, dass die Auswahl von exzellenten Testpiloten für die Astronautenteams enorm wichtig und richtig war. Diese Leute waren daran gewöhnt, unter Lebensgefahr blitzschnell Gericht treffen zu müssen und ein Flugzeug oft in sehr kritischen Situationen zu fliegen. Die Männer von Apollo waren genau die richtigen für dieses Manöver. Okay, 2, 1 und los. Zündung erfolgt. Es musste beim ersten Mal gelingen, das Manöver mit drei Piloten zu koordinieren. Schub sieht gut aus. Triebwerk aus. Shut down. Dank ihrer Erfahrungen als Testpiloten konnten sie das. Sieht gut aus. Gute Arbeit. Das wollen wir hoffen. Die Astronauten froren und waren müde. Trotzdem legten die drei Männer erneut ein perfektes Manöver hin. Sie korrigierten die Flugroute und den Wiedereintrittswinkel. Wie geht's, Fred? Sehr gut. Nur, dass du es weißt, ihr befindet euch ziemlich genau in der Mitte der Flugbahn. Wir alle hier unten sind zu 100% optimistisch. Scheint, als ob wir die Lage jetzt im Griff haben. Das klingt doch gut. Jim, wir können jetzt die Batterie wieder anschließen. Ihr wollt also, dass wir Batterie 2 wieder anmachen? Genau. Okay, geht los. Batterie 2 ist an. Wenige Stunden nach dem Bersten des Sauerstofftanks war die Hauptstromversorgung von Apollo 13 tot. Ohne Sauerstoff konnten die drei Treibstoffzellen der Servicekapsel keinen Strom erzeugen. Aber bevor die Crew sich selbst in die Mondfähre evakuieren konnte, hatte die Kommandokapsel begonnen, Strom aus den kostbaren Batterien für den Wiedereintritt zu ziehen. Nur deren Energie ist noch verfügbar. Die Batterien der Kommandokapsel sind wichtig, denn wenn man vor dem Wiedereintritt die Servicekapsel abtrennt, verliert man in diesem Moment den Strom aus deren Treibstoffzellen. Man braucht also Batterien in der Kommandokapsel. Ohne die ist die Kapsel beim Wiedereintritt nicht steuerbar. Die Astronauten hatten ohne voll aufgeladene Batterien in der Kommandokapsel keine Überlebenschance. Drei Tage sind seit dem Versagen des Sauerstofftanks vergangen. Das Bodenkontrollzentrum bereitet den Wiedereintritt der Kapsel vor. Dabei ist das größte Problem: Wie soll man die leeren Batterien in der Kommandokapsel aufladen? Ohne Treibstoffzellen für die Aufladung gab es nur eine einzige andere Lösung, nämlich die Batterien der Mondlandefähre für das Aufladen in der Kommandokapsel zu nutzen.
Quasi eine tröpfchenweise Aufladung durch langsames Anzapfen. Parallel musste der Strom der Mondfähre wichtige Bordsysteme weiter versorgen, bis zur Abkoppelung. Ab dann hält man sich nur noch in der Kommandokapsel auf. Bei den Vorbereitungen für Apollo 10 führte das Bodenkontrollzentrum eine Trainingssimulation durch, bei der die Batterien für den Wiedereintritt durch die Mondfähre aufgeladen wurden. Dank des harten Trainingsprogramms der NASA hatten die Bodeningenieure also ein bewährtes Verfahren für die Aufladung parat. Da die Flugzeit verkürzt worden war, reichte der Strom in der Mondfähre, um die Crew am Leben zu erhalten und die Batterien der Kommandokapsel aufzuladen. Wir haben ein Verfahren für die Stromübertragung von Mondfähre zur Kommandokapsel. Okay, Houston. Aquarius, sind wir bereit zum Aufladen? Okay, fangt an. Verstanden. Inzwischen hat die Besatzung erfolgreich die Stromübertragung von der Mondfähre auf das Ladegerät der Kommandokapsel abgeschlossen. Das Gerät lädt die drei Batterien für den Wiedereintritt auf und erhöht die Ladung von 20 auf ungefähr 40 Ampere. Das entspricht voller Ladung. Unser Flug ging ungefähr 4-5 Stunden vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre so weiter. Wir hielten gerade so durch. Unsere Servicekapsel war tot. Die Kommandokapsel war ohne Strom. Und die Mondfähre war ein fantastisches Gefährt für den Rückflug, aber hatte leider kein Hitzeschild. Deshalb mussten wir sie demnächst aufgeben. Bei der Vorbereitung auf den Wiedereintritt wird die Servicekapsel abgestoßen. Erstmals kann die Crew jetzt den erheblichen Schaden an der Raumfähre begutachten. Ihr könnt die Servicekapsel abtrennen, wenn ihr fertig seid. Keine Eile. Klingt gut. Jim und Fred waren in der Mondfähre. Als sie Feuer riefen, habe ich die Servicekapsel abgekoppelt. Jim drehte die Fähre, um die abgetrennte Kapsel zu fotografieren. Der Anblick war erstaunlich. Eine ganze Seite der Kapsel fehlt. Wirklich? Genau bei der Hochleistungsantenne fehlt die ganze Verkleidung, fast vom Fuß bis zum Triebwerk. Verstanden. Ich konnte nicht genau erkennen, was kaputt war. Ich sah, dass Material heraushing. Fred und Jack fotografierten die Servicekapsel, um wenigstens einen Teil des Schadens zu dokumentieren. Die abgetrennte Servicekapsel schwebt jetzt im Weltraum. Die Besatzung kann sich daran machen, die eingefrorene Kommandokapsel hochzufahren. Klar arbeiteten sowohl Bodenzentrum als auch Jack in der Kommandokapsel mit Hochdruck, damit der Eintritt in die Erdatmosphäre gelang. Aquarius, Houston hier. Ja, weiter? Okay, ihr könnt die Kommandokapsel hochfahren. Gut, wir fangen jetzt an. Das Bodenkontrollzentrum hat ein völlig neues Verfahren für das Hochfahren der Kommandokapsel entwickelt. Dass man es je anwenden würde, damit hat man allerdings nicht gerechnet. Das Verfahren in der Kommandokapsel brauchte viel Zeit. Wir hatten kein Handbuch dabei. Wir hatten nie zuvor eine Kommandokapsel im Weltraum runter und wieder hochgefahren. Wir wollten es richtig machen. Also habe ich alles über jeden Schalter und jede Sicherung nachgelesen. Neben den begrenzten Stromreserven und dem engen Zeitfenster erschwert auch die Kälte an Bord den Vorgang erheblich. Sie atmeten Wasserdampf aus. Der kondensierte an Wänden und Fenstern. Wasser lief herunter. Die Feuchtigkeit machte ihnen große Sorgen. Wäre alles nicht so gut isoliert gewesen, hätte das die Elektrik beschädigt. Es hätte zum Kurzschluss kommen können. Wahrscheinlich wären sie dann nicht zurückgekehrt. Die Crew von Apollo 13 profitiert nun von den Lehren, welche die NASA aus dem Brand von Apollo 1 gezogen hatte. Dabei kamen drei Astronauten auf tragische Weise ums Leben. Apollo 1 war eine unglaubliche Tragödie für die NASA und natürlich für die betroffenen Familien. Die Folge war Stillstand bei der NASA. Es geschah ganz am Anfang des Programms. Sie verloren drei Astronauten. Ein furchtbarer Schock.
Der Brand von Apollo 1 ist letztlich auf schlampig ausgeführte Verkabelung zurückzuführen. Und auf damals noch mangelhaftes Know-how der NASA. Man wusste zu wenig darüber, was es hieß, den Druckausgleich in einer Kommandokapsel weit oberhalb des Drucks der Atmosphäre mit reinem Sauerstoff durchzuführen. Sobald man das macht, steigt die Brennbarkeit enorm und dann fängt alles sehr schnell Feuer. Als eine elektrische Leitung der Kapsel Funken sprühte, fing brennbares Material in dieser Umgebung mit reinem Sauerstoff sofort Feuer und tötete die Crew in Sekunden. Die NASA hat daraus viel gelernt über Schalter, über Verkabelung, über brennbare Stoffe. Alle Materialien im gesamten Raumfahrtprogramm wurden überprüft, um sicherzugehen, dass in der Kabine keine brennbaren Stoffe vorkamen. Merkwürdigerweise schauten sie nicht in die Sauerstofftanks selbst. Darin befanden sich 100% reiner Sauerstoff und leicht entzündliche Materialien. Das war natürlich einer der Gründe für die Probleme bei Apollo 13. Dank verbesserter Isolierung in der Kommandokapsel nach dem Apollo 1-Desaster führt beim Hochfahren der Apollo 13-Kapsel kondensiertes Wasser nicht zum Kurzschluss der technischen Systeme, die für den Wiedereintritt wichtig und damit lebensrettend sind. Sie leisteten beim Hochfahren fantastische Arbeit, wenn man bedenkt, dass die Kapsel praktisch eingefroren war. Ich vermute, ich habe schlicht nicht darüber nachgedacht, weil der Wiedereintritt unmittelbar bevorstand, ob die Schäden am Hitzeschild da waren oder nicht. Wir mussten da durch. Nach dem Flug von Apollo 13 wird die NASA eine Kommission einrichten, die den Grund für das Bersten des Sauerstofftanks herausfinden soll. Man kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass eine ungewöhnliche Ereigniskette zum Feuer im zweiten Tank geführt hatte, der dann explodierte. Aber während des Fluges von Apollo 13 haben weder Besatzung noch die NASA eine klare Vorstellung davon, was die Katastrophe ausgelöst haben könnte. Viele im Bodenkontrollzentrum äußern sich besorgt, und zwar hinsichtlich der Unversehrtheit des Hitzeschilds der Kommandokapsel. Bei einer Explosion oder einer Kollision mit einem Meteoriten könnten Trümmer den lebenswichtigen Schild beschädigen, der gegen die extreme Hitze schützen soll, die sich beim Eintauchen in die Erdatmosphäre entwickelt. Ohne diesen Schutz würden Kapsel und Crew verglühen. Die NASA hat bereits das Unmögliche möglich gemacht. Nach unermüdlicher Arbeit holte sie die gestrandete Besatzung vom Rand einer Katastrophe zurück gen Erde. Aber jetzt kann das Bodenkontrollzentrum nichts mehr tun. Es bleibt nur die Hoffnung, dass der Hitzeschild der Kommandokapsel intakt ist. Der entscheidet über Leben und Tod. Ich hatte nur einen Gedanken, als ich mich alleine in der Mondfähre befand. Ich konnte die Erde durch ein rechteckiges Fenster sehen, während Fred und Jack die Kommandokapsel hochfuhren. Auch wenn es eigentlich nicht sein konnte, es schien, als würde die Erde immer größer. Ich rief immer wieder zu Jack, wie läuft es? Seid ihr okay? Und ich dachte nur, wann kann ich endlich Aquarius verlassen? Er war etwas nervös. Er sagt, er habe wiederholt gefragt, aber in Wirklichkeit sagt er, Jack, wie läuft es? Die Erde wird immer größer. Ich glaube, er wollte mich zur Eile antreiben. Ich bin mir nicht sicher. Jack leistete sehr gute Arbeit, die zumindest teilweise beitrug zu unserem erfolgreichen Landeanflug. Ich verließ die Mondfähre, schloss die Luke, kletterte hinunter. Dann koppelten wir die Mondfähre ab und setzten in der Kommandokapsel zur Landung an. Nur eine Stunde vor dem Wiedereintritt muss die Besatzung die Mondfähre aufgeben. Ihr Rettungsboot für 4 lange Tage, das sie vor dem Tod bewahrte. Durch die großen Probleme der Apollo 13-Mission wurde bewiesen, wie flexibel und zuverlässig die Mondlandefähre war. Okay, ihr könnt die Zündung scharf machen. Sehr schön. Mondfähre abkoppeln. Okay, verstanden. Bye-bye, Aquarius. Wir danken dir.
Hier ist das Apollo-Bodenzentrum Houston. Nach 141 Stunden und 31 Minuten Flugzeit wurde die Mondfähre abgestoßen. Apollo 13, das Leben von Aquarius endete bei Stunde 141 und 30 Minuten. Ich bin sehr enttäuscht, genau wie Jack und Fred, dass wir den Auftrag nicht erfüllen konnten. Frau Mauro hat so viel zu bieten. Wir dachten, wir würden dort viel Zeit verbringen. Ich persönlich wäre gern auf dem Mond gelandet. Aber ich denke, wir haben vielleicht auch so viele Erkenntnisse auf diesem Flug gewonnen. Die Kommandokapsel taucht nun in die dichte Erdatmosphäre ein und verliert den Funkkontakt zum Boden. Wenn sie das Eintauchen überleben, haben die Astronauten es endlich geschafft. Apollo-Bodenkontrollzentrum Houston hier. Die Funkstille der Kapsel sollte circa vor 20 Sekunden begonnen haben. Apollo 13 sollte jetzt maximale G-Kraft erreichen. Noch ungefähr eine Minute bis zum Ende des Blackouts. Bleiben dran. Hier ist das Apollo-Bodenkontrollzentrum Houston. Apollo 13 sollte jetzt aus dem Funkloch kommen. Wir bleiben dran für die Wiederaufnahme. Odyssey, Houston hier, bitte kommen. Odyssey, Houston hier, bitte kommen. Odyssey, Houston hier, bitte kommen. Okay, Joe. Verstanden. Odyssey, Houston hier, wir sehen euch am Hauptschirm. Es sieht einfach super aus. Stürmischer Beifall, als Apollo 13 an den Hauptfallschirm klar und deutlich auf den TV-Bildschirm hier erscheint. Iwo Jima hier. Bergung hier. Wir haben Sichtkontakt bei 190. Apollo 13, das Bergungsteam hier. Eure Schirme sehen gut aus. Der ganze Flugkontrollraum im Bodenkontrollzentrum ist voller Leute. Die anwesenden Fluglotsen und Astronauten lächeln erleichtert. Herr, wir begrüßen euch voller Freude wieder auf der Erde. Die Astronauten Lovell, Hayes und Zwigger, dank deiner Gnade, ihrer Fähigkeiten und der Professionalität vieler Männer, auf dass ihr heil zu uns zurückkehrt. Amen. Ich denke, eine der wichtigsten Erkenntnisse dieses Fluges ist diese unglaubliche Zusammenarbeit, Koordination und Initiativbereitschaft, die Menschen an den Tag legten, als eine unvorhergesehene Situation eintrat. Sie haben Antworten gefunden. Und was für welche? Sie haben uns die Abläufe vorgelesen. Fred, Jack und ich haben diese Abläufe geprobt, uns vorgelesen und dann umgesetzt. Es ist fantastisch, wie schnell Menschen reagieren und Lösungen finden können. Wissen Sie, es gibt die Bezeichnung des stahläugigen, harten Raketenmanns für Männer, die an Raketen und Raumfähren arbeiten. Dieses Lob wird nur ganz wenigen zuteil. Denen, die Qualität besitzen, man könnte auch sagen, die das nötige Zeug haben. Erst als sich alle drei Fallschirme öffneten und man die Wasserung verfolgen konnte, ließen sie ihren Emotionen freien Lauf. Persönlich halte ich Apollo 13 für ein beeindruckendes Werk der Ingenieurskunst, der System- und Organisationsingenieure. Alles war so fachmännisch, so intelligent, so gut strukturiert. Als der Unfall geschah, war die NASA sofort in der Lage, darauf zu reagieren. Das ist sehr beeindruckend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand etwas anderes werden will als Ingenieur. Why anybody would want to be anything other than an engineer. Das war definitiv eine erstaunliche Leistung.
Natürlich waren wir hin und weg, dass wir sie zurückgeholt hatten. Ich glaube, Apollo 13 war eine Sternstunde für die NASA und ihre Ingenieure. Man war einfach stolz darauf, am Apollo-Programm mitgearbeitet zu haben. In der Lage zu sein, drei Astronauten in einem schwer beschädigten Raumschiff um den Mond herumzufliegen und wieder heil zur Erde zurückzubringen. Und dabei Technik einzusetzen, die bis zu diesem Zeitpunkt teilweise noch nicht mal konzipiert war, das alles ist eine bemerkenswerte Leistung. Für mich hat die NASA mit Apollo 13 vielleicht ihren bisherigen Höhepunkt im Weltraum erreicht. Scheitern ist keine Option. Es war dieser Gedanke, dass wir das schaffen, dass wir die Naturgesetze berücksichtigen müssen, die Physik und das Ingenieurswesen. Das dürfte uns nicht entgleiten. Wir sind dazu in der Lage. Es war ein Paradebeispiel für einen Geist und eine Haltung, die es nicht nur bei der NASA gibt. Menschen tragen das in sich. Menschen haben dies geschafft. In dieser Situation oder in ähnlichen Situationen geht es um die Menschen. Darum, dass sie weit über das hinausgehen, was von ihnen erwartet wird. Wir zünden. 40%. Aquarius hier, Houston. Sieht gut aus. Houston, you're looking good. Roger. Go with 2 Minuten. Minutes. 2 Minuten, Roger. Go with 3 Minuten. Minutes. Noch 10 Sekunden. Abschalten. Okay, abschalten. Ich würde sagen, Zündung gelungen. Wir werden jetzt so schnell wie möglich runterfahren. Kommandant Jim Lovell meldet Abschalten. Triebwerk ist aus. Apollo ist 10.049 Kilometer vom Mond entfernt. Flugzeit 79 Stunden 32 Minuten. Fast 24 Stunden nach dem Bersten des Sauerstofftanks hat die Crew die Zündung erfolgreich durchgeführt. Apollo 13 kehrt zurück zur Erde für eine Wasserlandung im Pazifik. Um Ressourcen zu schonen, werden alle Systeme der Mondfähre heruntergefahren, mit Ausnahme der Systeme für Steuerung, Kommunikation und Kühlung. Am Boden sorgte man sich genauso wie wir sehr um die Energievorräte. Wir entschieden uns zum Herunterfahren der Maschinen und schalteten fast alles ab. So ziemlich keiner von uns, einschließlich meiner Wenigkeit, wusste, dass man die Mondfähre tatsächlich so weit herunterfahren konnte. Nach dem Abschalten verbrauchte die Fähre nur noch ca. 11 Ampere pro Stunde. Die Mondlandefähre, eines der ausgeklügelsten Fluggeräte überhaupt, läuft jetzt mit weniger Strom als ein Haushaltsstaubsauger. Hier spricht die Bodenkontrolle von Apollo 13. Zeit, Stunde 82 und 30 Minuten. Fähre ist runtergefahren. An Bord sollten alle drei jetzt planmäßig essen. Auf sonderbare Weise kam uns die einzigartige Konstruktion von Apollo 13 erneut zur Hilfe.
Denn dieses war der erste Flug, auf dem sogenannte feuchte Fertignahrung zum Einsatz kam. Die Astronauten durften kein Trinkwasser verbrauchen, weil es so knapp war. Also saugten sie die Feuchtigkeit aus den Packungen und damit Wasser und Elektrolyte. Beides braucht der Körper unbedingt, um geistig voll funktionsfähig zu bleiben. Und genau darauf kam es für die Besatzung an unter diesen entsetzlichen Bedingungen. Während Apollo 13 zurück Richtung Erde rast, kann die Crew endlich dringend benötigten Schlaf nachholen. Natürlich wollten wir in der Frühphase dieses Flugs nicht viel schlafen. Dafür standen wir zu sehr unter Spannung. Später dann ging ich zum Schlafen in die Kommandokapsel. Jack lag auf der Couch und ich sagte, Jack, zieh die Rollos runter, damit es hier schön dunkel wird. Lass uns entspannen und wirklich etwas schlafen. Ein paar Stunden später wachte ich auf und fror. Normalerweise schützen die Rollos im Weltraum vor dem Sonnenlicht und kühlen das Raumschiff. Aber auf den meisten Flügen steigen die Temperaturen schnell wieder durch die Wärme der Bordsysteme. Sobald die Rollos wieder hoch sind, ist alles wieder okay. Aber hier nahmen wir die Rollos ab. Trotzdem erwärmte sich die Kapsel nicht. Die Temperaturen sanken immer tiefer. Kurz vor dem Wiedereintritt waren es nur noch ungefähr 3 Grad. Ohne Strom für die Heizung sinken die Temperaturen in der Kapsel fast bis auf den Gefrierpunkt. Wie fühlst du dich, Jack? Mann, ist das kalt. Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt schlafen kann bei 1 bis 4 Grad. Beide sind runtergekommen und rieben sich fröstelnd die Hände. Ziemlich kalt da oben. Roger, das habe ich befürchtet. In der Kommandokapsel, die ja tot war, völlig abgeschaltet also und ohne Leben, war es kalt. Eis bildete sich innen an den Fenstern. Die Besatzung begann, unter den Bedingungen zu leiden. Wir waren beunruhigt. Wie sollten wir uns bloß warm halten? Fred und ich holten die Mondstiefel raus, die wir in der Mondfähre verstaut hatten. Jack besah sich seine nassen Füße. Aber immerhin hatte er extra Unterwäsche dabei, die er anziehen konnte. Sie froren dermaßen, dass sie kaum richtig schlafen konnten. Wegen des Flüssigkeitsmangels bekam Fred Hayes Probleme beim Wasserlassen. Er hatte auf dem Rückflug die ganze Zeit Schmerzen. Es war eine kriechende Kälte. Die Wände schwitzten, die Fenster waren total feucht. Nicht gerade gesund. Ich erinnere mich, dass ich da reinging, um Hotdogs zu holen. Das war, als würde man in ein Gefrierfach greifen. Eine schreckliche Situation. Ein echter Notfall. Die fallenden Temperaturen gefährden nicht nur die Astronauten. Auch wichtige Instrumente der Kapsel können durch die extreme Kälte beschädigt werden. Auf einem normalen Flug bleiben die Temperaturen in der Kommando-Service-Kapsel einigermaßen konstant. Die Ausrüstung ist ausgelegt auf ungefähr 20 Grad Celsius. Die Temperaturen sollten nicht zu weit von diesem Wert abweichen. Da das Leben der Besatzung von dieser Präzisionstechnik abhängt, muss das Bodenkontrollzentrum die Raumfähre unbedingt innerhalb der zulässigen Temperaturspanne halten. Die Mitarbeiter hier im Kontrollzentrum überlegen, wie sie für die verbleibende Flugzeit eine passive Wärmekontrolle in der Kapsel einrichten können. Die Kapsel ist nicht nur den niedrigen Temperaturen im Weltall ausgesetzt. Eine Seite der Fähre muss außerdem extreme Sonnenhitze aushalten. In der Erdumlaufbahn, zumindest in der unteren, strahlt die Hälfte der Zeit die Sonne, die andere Hälfte ist es dunkel. Auf dem Weg zum Mond ist es immer sonnig. Es darf nicht passieren, dass eine Seite der Kapsel immer heißer wird und die andere immer kälter. Das Bodenkontrollzentrum befiehlt der Crew, die passive Wärmekontrolle zu aktivieren. Ein Manöver, bei dem die Kapsel langsam rotiert, um die enorme Sonnenhitze gleichmäßig zu verteilen. Okay, Jim, um die Wärme auszugleichen, müssen wir die ganze Kapsel ungefähr 90 Grad drehen. Okay, wir müssen die Kapsel um 90 Grad drehen. Positiv. Sie nutzten also die passive Wärmekontrolle. Das nennt sich Grillmodus und erfordert, das Ding dreimal pro Stunde komplett zu drehen, um die Temperatur zu stabilisieren.
Auf diese Weise kontrolliert man auch die Fluglage der Fähre, ähnlich einer Gewehrkugel, und driftet nicht so weit ab. Dieses Verfahren wurde bereits auf früheren Apollo-Flügen angewandt, um die optimale Betriebstemperatur der Fähre sicherzustellen. Bei Apollo 13 hat die Methode den zusätzlichen Vorteil, die Besatzung in der kalten Mondfähre aufwärmen zu können. Sie passten den Winkel der Fähre an, damit Sonnenstrahlen durch die Fenster dringen und die Crew aufwärmen konnten. Das Bodenkontrollzentrum und die Besatzung haben erfolgreich die passive Wärmekontrolle aktiviert. Aber es gibt keinen Grund zum Feiern. Die Experten am Boden müssen nun ein neues Problem an Bord der Kapsel lösen. Wenn man Sauerstoff einatmet, atmet man Kohlendioxid aus. In der hermetisch abgeschlossenen Raumkapsel sammelt sich dieses Kohlendioxid und wird gefährlich. Wenn man nichts dagegen unternimmt, steigt die Kohlendioxidkonzentration, die Astronauten werden immer müder, schlafen schließlich ein und wachen nie wieder auf. Doch alle Apollo-Kapseln sind mit Systemen zum Filtern von Kohlendioxid ausgestattet. Das Verfahren heißt Scrubbing, auf Deutsch Scheuern. Man bläst die Luft durch Lithiumhydroxidkristalle. Es kommt zu einer chemischen Reaktion, die das Kohlendioxid bindet. Es wird so aus der Luft isoliert. Auf der anderen Seite kommt Frischluft heraus. Die Kommandokapsel ist mit diesem System ausgestattet, ebenso die Mondlandefähre. Letztere war nur darauf ausgelegt, zwei Personen zwei Tage lang zu beherbergen. Jetzt musste die Fähre drei Männer vier Tage lang am Leben erhalten. Das bedeutet, dreimal länger und die dreifache Menge an ausgeatmetem Kohlendioxid. Das zusätzliche Kohlendioxid können die Filterkanister der Mondfähre nicht bewältigen. Immerhin gibt es in der Kommandokapsel genug unbenutzte Kanister. Nur, die Kommandokapsel ist runtergefahren, die Systeme sind somit nicht einsatzbereit. Es war unmöglich, die Lithiumhydroxidkristalle aus der Kommandokapsel in die Mondfähre zu bringen, denn die Kanister waren anders geformt. Zwei unterschiedliche Hersteller hatten sich für die beiden Kapseln beworben. Jeder konstruierte jeweils einen eigenen Lithiumhydroxidkanister. Die Lithiumhydroxidkanister der Kommandokapsel waren rechteckig. Die der Mondfähre, man mag es kaum glauben, dagegen waren rund. Man konnte also nicht einfach einen Kanister der Kommandokapsel mit dem entsprechenden Stecker der Mondfähre verbinden. Die Experten am Boden und die Astronauten standen vor dem Problem, wie einen eckigen Stecker einer runden Öffnung anpassen. Das war ein großes Problem. Es hätte leicht zum Scheitern der Rettungsaktion führen können, wäre es nicht gelöst worden. Die NASA-Ingenieure müssen schnell ein System entwickeln, das die eckigen Kommandokapselkanister für die Mondfähre nutzbar macht. Und zwar bevor die Kohlendioxidwerte gefährlich werden. Okay, ein paar Infos. Wir arbeiten an einer Lösung. Damit ihr die Kanister aus der Kommandokapsel in der Mondfähre nutzen könnt, dann könnt ihr die Luft in der Fähre reinigen. Irgendwann in den nächsten Stunden melden wir uns mit der Lösung. Eine Gruppe von NASA-Ingenieuren erkannte bereits sofort nach dem Bersten des Sauerstofftanks, dass eine Kohlendioxidvergiftung droht, sollte die Mondfähre zur Rettungsinsel umfunktioniert werden. Auch wissen sie, dass die Astronauten irgendwie die Kanister der Kommandokapsel in das Lebensrettungssystem der Mondfähre integrieren müssen, um Leben zurückzukommen. Diese Ingenieure haben nun die Aufgabe, einen Adapter für den Kanister zu konstruieren, bevor das Kohlendioxid zur akuten Gefahr wird. Dabei können sie nur auf Materialien zurückgreifen, die auch der Crew zur Verfügung stehen. Die Jungs sagten, okay, schauen wir, was wir haben. Ein Kanister der Mondfähre, einen der Kommandokapsel. Wie können wir beide kombinieren? Hier sollten wir der NASA wieder Respekt zollen für ihre geradezu philosophisch anmutende, unglaublich intelligente Planung der Weltraumflüge. Jeder Gegenstand an Bord war aufgelistet worden. So wussten die Experten am Boden genau, was sich in der Kapsel befand. Das ermöglichte ihnen, sich gedanklich zu sortieren und zu sagen, hey, was haben wir da oben, das wir für die Lösung verwenden können? In wenigen Stunden hat das Team einen Adapter gebastelt,
der aus Raumanzugschläuchen, Plastiktüten und Flugplänen aus Pappe besteht. Dass sie alles zusammenbauen und eine überlebenswichtige Versiegelung luftdicht konstruieren können, verdanken sie einer NASA-Geheimwaffe. Klebeband. Ohne Klebeband hätten wir nicht zum Mond fliegen können. Und ohne hätten wir Apollo 13 nicht zurückholen können. Es war sehr, sehr nützlich. Wenn man in einer schwerelosen Umgebung verhindern will, dass der Stift durch die Gegend schwebt, befestigt man ihn mit Klebeband an der Wand. Damit macht man Befehls- und Ablauflisten oder kleinere Ausrüstungsgegenstände fest. Ganz Schlaue hätten sich vielleicht etwas anderes ausgedacht, hätte es kein Klebeband gegeben. Aber es war die nächstliegende Lösung. Zum Glück hatten sie dort oben genug Klebeband. Ich sage zum Glück, weil es sehr nützlich war und sie hatten es dabei. Das hier ist der Schlauch für die verbrauchte Luft aus dem Raumanzug. An dessen Ende haben wir den Lithiumhydroxidkanister befestigt, was nicht einfach war. Sie steckten den rechteckigen Lithiumhydroxidkanister in einen Plastikbeutel, darin ein Loch direkt vor dem Atemschlauch des Raumanzugs. Somit konnte die Luft durch den Kanister gedrückt werden. Mit Hilfe einer Datenkarte aus dem Flugplan bastelten wir einen stabilen Schutz, damit die Plastikhülle nicht am Schlauchende zusammenfiel. Die Ingenieure kamen auf einen Trick, mit dem man das andere Ende des Raumanzugschlauchs an einen leeren Lithiumhydroxidkanister der Mondfähre anschließen konnte. Einen solchen Kanister ließen wir ungefähr 3 Stunden drüben in der 11 Fuß großen Kammer laufen. Alles deutet darauf hin, dass er funktioniert. Alles war buchstäblich zusammengeschustert. Es klingt abenteuerlich, aber es war die reine Improvisation. Oft ist das die beste Lösung. Die letzte Hürde des Bodenkontrollzentrums? Die übermüdete und frierende Crew braucht einen klaren Ablaufplan, um den Adapter richtig anzubringen. Am liebsten würden wir euch so einen Bausatz schicken, als wäre es ein Modellflugzeug. Wenn ihr das Ding zusammengebaut habt, sieht es aus wie ein Briefkasten. Die Leute am Boden lasen uns eine Anleitung vor, mit der wir Lithiumhydroxidkanister aus der Kommandokapsel anpassen sollten, um sie in der Mondlandefähre zu verwenden. Jim und ich folgten der Beschreibung und bastelten so ein Ding. Man schneide ein Stück Klebeband, etwa so lang, dann dahin, mach dies, mach das. Die Jungs in der Mondfähre haben das einfach nachgemacht und es funktionierte wunderbar. Bereits eine Stunde nach der Montage sanken die Kohlendioxidwerte beträchtlich. Dieses wirklich große Problem war gelöst. Das waren total effektive Apparate. 4 der Kanister aus der Kommandokapsel haben wir verwenden können. Den Hauptreservekanister der Mondfähre haben wir nie benutzt. Wir sehen 0,1 Kohlendioxiddruck nur noch partiell in der Mondfähre. Offenbar funktioniert das Prinzip für die Lithiumhydroxidkanister mit dem Plastikbeutel und den Raumanzugschläuchen gut. Bei 96 Stunden und 3 Minuten Flugzeit, hier ist das Apollo-Bodenkontrollzentrum. Die Gefahr der Kohlendioxidvergiftung ist gebannt. Die Crew kann entspannt atmen. Jetzt aber wachsen am Boden die Sorgen über die Flugbahn von Apollo 13. Das Team für die Flugbewegungen bemerkt, dass die Kapsel vom Kurs abkommt. Zwar nur geringfügig, doch die Folgen für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre könnten katastrophal sein. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist für eine bestimmte Region geplant, mit einem Winkel zwischen 5,5 und 7,5 Grad. Folglich ist die präzise Ausrichtung der Flugbahn ganz entscheidend für das Überleben der Besatzung. Wenn Apollo 13 weiter abdriftet, wird der Winkel für den Wiedereintritt zu flach. Die Kapsel würde an der Erdatmosphäre abprallen und im All stranden. Noch einmal müssen die Astronauten mit der Mondfähre deshalb eine Präzisionszündung des Sinkflugtriebwerks durchführen und den Kurs korrigieren. So wird der Anflugwinkel steiler. Ist die Zündung ungenau und der Winkel wird zu steil, versagt der Hitzeschild der Kapsel und die Besatzung verglüht beim Wiedereintritt. Das Leben der Astronauten hängt jetzt von der Genauigkeit dieses Manövers ab. Und das ohne Strom. Für den Hauptsteuerungscomputer der Mondlandefähre,
denn der wurde nach der letzten Zündung abgeschaltet. Das Bodenkontrollzentrum sucht nun nach einer Methode, mit der man die Kapsel präzise ausrichten kann, um die Winkelkorrektur überhaupt vornehmen zu können. Mit Sonne und Erde als Referenzpunkte könnte man die Raumkapsel in die korrekte Fluglage bringen. Das wäre natürlich nur der Plan B. Normalerweise benutzt man dafür die Bordsteuersysteme. Nur bei einem unerwarteten Ausfall würde dieser Plan greifen. Ohne Strom für das Haupt-, Leit- und Steuersystem muss die Crew auf das untergeordnete Reservecomputersystem zurückgreifen. Es verbraucht weniger Strom. Mithilfe dieses Systems kann die Besatzung die Raumfähre in die richtige Position für eine Präzisionszündung bringen. Zuerst aber muss es kalibriert werden. Die hierfür nötige Technik ist bislang nur ein einziges Mal ausprobiert.